Er war spezialisiert auf gebrochene Charaktere und schwierige Existenzen. Vielleicht auch, weil sein eigenes Leben voller Dramen war. Günter Lamprecht, gebürtiger Berliner, bezeichnete vor allem die Kriegsjahre und die Nachkriegszeit als prägend für sein Leben. Er schrieb Fernsehgeschichte, nicht nur als kantiger Tatortkommissar Franz Markowitz. Wie heute bekannt wurde, starb Lamprecht am Dienstag im Alter von 92 Jahren. Das ist Betrug! Das verbittert das Volk! Seine wohl wichtigste Rolle, Franz Bieberkopf in Berlin-Alexanderplatz. Rainer Werner Fassbinder verfilmte den Roman von Alfred Döblin. Für Günter Lamprecht sozusagen ein Heimspiel. Ich bin ja in der Nähe von der Janowitzbrücke da oben groß geworden, am Alex eigentlich. Ja. Also ich bin auch vormittags in diese Tageskinos gegangen, dort in der Münzstraße oben, diese ganze Ecke. Also alles das, was bei Döblin davor kam, die Straßenbeschreibungen, waren mir sofort gegenwärtig, als ich den Roman las. Der Fernsehmehrteiler war 1980 ein riesiger Erfolg für ihn, auch international. Lamprecht wurde zum gefragten Film- und Fernsehschauspieler. Hier als Milo Barus, der stärkste Mann der Welt. In den 90ern spielte Lamprecht im Berliner Tatort den Kommissar Franz Markowitz aus Kreuzberg. Es stecke viel von ihm selbst in diesem Charakter, sagte Lamprecht. Er komme aus dem Proletariat, vielleicht gelängen ihm deshalb diese Figuren besser. Gewalterfahrungen waren für ihn lebensprägend. Als Kind und Jugendlicher erlebte Lamprecht den Zweiten Weltkrieg, wurde als 15-Jähriger kurz vor Kriegsende eingezogen und verwundet. 1999, Bad Reichenhall. Ein Amokschütze trifft auch Günter Lamprecht und seine Partnerin. Beide werden schwer verletzt. Diese Erlebnisse verfolgen Lamprecht. Er macht sie zum Thema autobiografischer Texte, um sich von seinen Ängsten zu befreien.